Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier die Rivals-Belohnung abholen und später seht ihr auch noch die Weekend-League-Belohnung im Anschluss hier auf diesem Video. Könnt ihr gerne reinschreiben, wie ihr das findet, Freunde, ob ich das beides immer zusammenbringen soll. Ich denke, ja, ist am besten, müsst ihr euch nicht zwei Videos anschauen. Könnt, wie gesagt, schreibt es rein, ob ihr es in zwei oder in einem haben wollt. Ich denke, eins ist besser, deswegen könnt ihr es gerne reinschreiben. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Ich nehme wie immer hier das zweite, wäre natürlich sicher gehen. Will, würde ich die Münzen empfehlen, weil ja, zieht man schlecht, kriegt man die Münzen natürlich nicht raus. Zieht man gut, kriegt man die Münzen easy raus und kriegt natürlich vielleicht sogar mehr. Wir nehmen Option 2. Ja, lohnt sich meiner Meinung nach am meisten, untauschbar will ich nicht haben, aber so für euch würde sich jetzt nicht, würde jetzt auch schlecht aussehen, wenn ich jetzt sage, ja, wir holen jetzt hier 65.000 Münzen ab. Ja, sieht dann nicht nice aus. So holen wir jetzt einfach mal hier Option 2 und das bestätigen wir hier auch. Und dann holen wir die Sets ab. Und heute Abend ziehen wir noch den roten Mbappé. Und dann, ja, sieht die Sache doch gut aus. Rang 1. Ich hätte ja die doppelte Punktzahl, die man gebraucht hat. Ja, kriegen hier ein paar gescheite Pakete auf jeden Fall. Gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Waren es nicht 4 Sets? Okay, anscheinend nicht. Mit welchem Set fangen wir an? Ich würde sagen, fangen wir mit so einem Mega-Setchen an. Sie pexen und okay, schauen wir mal, was wir müssen. 65.000 Coins rauskriegen. Megaset fangen wir an. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es raus. Wenn wir nicht, ja, kriegen wir es halt nicht raus. Schauen wir mal im ersten Paket. Ja, ist schon mal an Bord, schon mal stabil. Italien, Torwart. Ja, ja, Perin. Schade, ja. Buffon ist natürlich mittlerweile bei PSG, klar. Ja, ist jetzt nicht so viel wert. Bundesliga, ja, die werden wahrscheinlich alle so ein Tausender bringen. Stones, die werde ich mal alle noch behalten. 82er von Premier League sind gut bewertet. Kann man nichts verkehrt machen. Ein paar Verträge sind immer gut, den hier stoßen wir ab. 3 Team Fitness auch sehr gut. Portugal Trikot kann man verkaufen. Die Bälle könnt ihr auch immer abstoßen. Ja, erste Paket, naja. Wir haben ja noch zwei bessere. Schauen wir mal, was wir daraus bekommen, weil ich möchte mir auch noch eine Ikone kaufen, die allerdings über 600k kostet. Und da müssen wir wahrscheinlich wirklich bis zu den Weekend League Rewards warten. Machen wir einfach mal das nächste Paket aus. Auf, das sollte hier ein 45k Set sein. Prime Gold Spieler Pack. Schauen wir mal. Also ein von den beiden Packs muss ein guter Spieler drin sein. Wäre natürlich schade, wenn hier nichts drin ist. Wir ziehen hier einen, ja, Ziyech. Also wenn es so weitergeht, machen wir Minus mit den Paketen. Letzte Pack muss uns retten. Sonst sieht das nicht so gut aus. Ne, Mritschan bringt glaube ich auch nichts mehr, ne? Nix, ne. Wenn ich alles verkaufen würde, was wären das? Wie viel wären das? 5.000, okay. Aber es lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Also klar wird man wahrscheinlich 10k aus dem Paket rausbekommen. Birki, ja, nix wert. Ballama für 900 drauf. Jetzt muss uns das letzte Paket retten, Freunde, sonst machen wir hier wirklich Minus. Und das wollen wir natürlich nicht machen, ne? Ist natürlich klar. Letzte Paket, das sind nochmal 12 Cent Spieler. Hier kann alles drin sein. Bitte ein gescheiter Spieler, bitte. Hopp. In Form. Boah. Ja. Portugal denkt man natürlich kurz an was anderes. Aber der ist ja nicht mehr once to watch. Und ja, ja, Ronaldo wäre natürlich nice gewesen. Hätte ich gegen diesen Portugiesen gern getauscht. Aber ja, immerhin 10k in Form. Aber nehmen wir mit. Können wir im Verein chillen lassen. Ist okay. Schauen wir mal, was noch drin ist. Braucht noch bitte was Gutes. Wird schwer, die Coins rauszuholen aus den Paketen. Weil so gut haben wir nicht gezogen. Aber ich denke, so viel, falls wir Minus machen, werden wir nicht viel Minus machen. So 10, 15k maximal. Ja, der ist Abstoß, den nehmen wir aber trotzdem mit. Ja. Freunde, dann würde ich schon sagen, wäre es so gesehen mit dem ersten Teil gewesen. Hier ist nichts mehr Interessantes dabei. Also ich glaube nicht, dass hier nochmal jemand was wert ist. Ne.
fangen wir dann in den Verein. Und ihr seht es dann jetzt im Anschluss natürlich auch noch die Weekend League. Übers, Freunde. Ich sag dann jetzt einfach mal bis gleich, Freunde, weil für euch ist es bis gleich. Für euch ist es in 10 Sekunden. Bis gleich, Freunde. So, Freunde, jetzt sind die Weekend League Belohnungen gekommen. Die werden wir auch auf jeden Fall abholen. Gold 1 habe ich hier geschafft. Die Rivals Belohnung habt ihr ja vorher schon gesehen. Dann würde ich sagen, holen wir die einfach mal ab. Wie gesagt, leider nur Gold 1 erreicht, aber ich habe mein Team auch jetzt ein bisschen verstärkt. Da sollte da das nächste Mal auf jeden Fall mehr drin sein. Also Elite sollte auf jeden Fall möglich sein. Drücken wir einfach mal weiter, was wir hier bekommen. Wir bekommen 2 Spieler-Sets-Auswahl, wo man so rote Karten bekommen kann. 200k-Sets, 50.000 ist auf jeden Fall stabil. Und die 2.000 Quali-Punkte, die ich eigentlich nicht mehr brauche, weil da hat man eh so viel. Und die hier muss man anscheinend zuerst aufmachen. Okay, interessant, interessant. Weil hier wäre natürlich ein Mbappé sehr, sehr schmackhaft. Muss man natürlich klar sagen. Ne? Wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Und wir bekommen Lacazette. Das ist auf jeden Fall stabil. Lacazette nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Da bin ich schon so komplett zufrieden mit. Lacazette, sehr, sehr starker Spieler. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach X drücken. Ne? Lacazette ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Jetzt nur ein Mbappé und dann, ja, dann ist schon Feierabend. Dann können die 100k-Sets Abstoß sein, ist mir dann völlig egal. Komm, jetzt ein Mbappé. Komm, EA. Ah, das ist natürlich ein, ja, egal. Ich will mich nicht beschweren, Lacazette ist sehr, sehr stabil, Freunde. Nehmen wir den 83er mit, weil er, ja, ist 83 bewertet. Die werden eh alle Abstoß sein. Ist eh keiner interessant. Stuani, nehmen wir gerne mit. Das ist ein 83er, wie gesagt. Gehen wir für irgendeine SBC irgendwann ab. Lacazette, sehr, sehr gut. Vielleicht spiele ich den sogar, weil der sehr, sehr gute Werte hat. 90 Abschluss, Lacazette. Sehr, sehr guter Spieler. Der ist natürlich sehr, sehr stark, der Kollege. Packen wir auf jeden Fall in den Verein. Bin ich sehr zufrieden mit, Freunde. Jetzt kriegen wir noch 200k-Sets. Schmeckt auf jeden Fall. Vorher werde ich euch noch zeigen, wie ich mein Team eigentlich umbauen wollte. Ihr seht ja, das ist aktuell mein Team. Ich spiele in-game aktuell mit Martial als Zehner, der soll da natürlich weg. Und Griezmann und Mbappé als Stürmer. Wie gesagt, ihr könnt da gerne mir eine Verbesserung reinschreiben. Ich überlege, Hazard oder hier Nedved zu holen. Was kostet der Kollege aktuell? So um die 600 könnte ich mir holen. Wie gesagt, derjenige soll Zehner spielen. Könnt ihr mir auf jeden Fall mal reinschreiben. Ich hätte auch gerne, wie gesagt, Matuidi weg, aber das geht, glaube ich, hier nicht anders. Oder ich müsste halt, ja, Chesney oder so im Tor spielen. Und hier wird dann der nächste Schritt wird hier sein, einen Paul Pogba hier zu verpflichten. Wie gesagt, jetzt überlege ich vielleicht irgendwie Lacazette noch mit einzubauen, weil er echt gute Werte hat. Den werde ich auf jeden Fall spielen. Vielleicht als Einwechselspieler oder vielleicht in der Startelf. Da muss ich natürlich schauen, wie ich den einbaue. Ja, Freunde, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung rein. Hazard oder Nedved, wenn ihr nehmen würdet. Wahrscheinlich nehme ich eher die Ikone, weil er hat auch 5 Sterne schwacher Fuß. Die Werte von dem sehen auch sehr, sehr gut aus, muss man echt sagen. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich für ihn entscheiden. Aber schreibt gerne mal rein, wer vielleicht Hazard gespielt hat oder wer ihn hier gespielt hat. Schreibt es einfach mal rein, würde mich über eure Meinung freuen, Freunde. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den 200k-Sets. Nehmen wir mit. Egal, was kommt. Wie gesagt, ich bin zufrieden, Freunde. Lacazette ist überragend. Gucken wir mal was. Und hier einen Walkout. Wir kriegen hier einen Walkout im ersten 100k-Set. Heute ist die Gönnungsphase. Ja, meine Freunde. Deutschland, neuer, komm. Özil, den will man natürlich nicht als Walkout haben, weil er nichts wert ist. Ne? Aber egal, nehmen wir mit. Werde ich erstmal alles im Verein halten, weil heute werde ich nichts verkaufen. Da sind die Preise so im Keller. Aber ein Özil nehmen wir mit. Ist ja ein 86er. Ist jetzt nicht schlecht. Ist aber jetzt auch nichts Krasses. Ne? Gucken wir mal, was noch drin ist. Ein Franck Ribéry noch, ein David Luiz noch. Das ist okay, das 100k weg. Also das ist auf jeden Fall ein gutes 100k weg, muss man echt sagen. Noch 283er in Wijnaldum noch, da von Liverpool. Der ist auch, glaube ich, ein bisschen was wert. Ja, 3k ungefähr ist okay. Also gucken wir mal, vielleicht haben wir noch was krasses Doppeltes. Martial! Martial, Alter, was ein 100k-Set, Freunde. Was ein 100k-Set, ja, über 50.000. Grüße gehen raus an EA, vielen Dank. Also ich wusste gar nicht, dass so gegönnt wird, aber vielen Dank auf jeden Fall. Das muss ich wirklich echt mal bedanken. Ja, die Franzosen können gerne noch kommen. Ne? Mbappé in Form würde ich jetzt auch nicht nein sagen, Freunde. Machen wir einfach mal das letzte 100k-Set auf, Freunde. Also wie gesagt, sehr, sehr guter Start. Ich glaube, letztes Jahr haben wir so gut kaum gezogen. Und da im ersten 100k-Set schon ein Özil und einen Martial, also ja. Hier jetzt kein Walkout, aber glaube ich in Form. Ein Deutscher, ach, der hat uns am Wochenende abgeschossen. Ja. Aber egal, der ist okay. 82er in Form, nimmt man mit, ist 10k. Bin ich zufrieden, auch wenn der jetzt nichts mehr hinten dran wäre.
Ich will mich nicht beschweren, Freunde. Wir haben Lacazette gezogen, wir haben sehr, sehr gut gezogen, also da will ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ein Kompany, ein Sergio Roberto, ein Rashford noch, also sehr, sehr gutes, sehr, sehr gute Packs. Ein Rashford ist über 20.000, ich hätte vielleicht jetzt mit 10, 5 bis 10 gerechnet, aber das sind überragende 100k-Sets. Also letztes Jahr waren die doch nicht so gut, Freunde. Schreibt ihr gerne rein, was ihr gezogen habt. Aber die sind ja echt stabil. Also Kompany auch über 10, ne? Werde ich behalten, weil wegen Hazard wird der vielleicht gebraucht. Sergio Roberto, okay, der ist jetzt nichts wert, aber sehr, sehr gute Packs. Also da vielen Dank. Ich muss mich wieder bei EA bedanken. Also mache ich zwar nicht gerne, aber man muss sagen, das sind echt gute Pakete. Also bin ich echt baff, Freunde. Also da bin ich fast sprachlos. Schreibt gerne rein, wie gesagt, was ihr gezogen habt. Also wir haben Rashford auch sau viel wert, hätte ich nicht gedacht. Fast 30.000, den werden wir direkt mal draufstellen. Vielleicht geht der ja weg, ich werde den eben ein bisschen überteuert anbieten. Was waren der genau, was wurden genau auf ihn geboten? 24 ungefähr. Ich würde euch auch jetzt empfehlen, nicht die Spieler zu günstig reinzustellen, weil viele werden die sich jetzt günstig erbieten wollen, weil jetzt natürlich unmasse Spieler auf den Markt kommen, Freunde. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir packen alle Spieler in den Verein und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, mir hat es sehr gefallen, gebt es sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, schreibt da was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.